Die Startwoche ist die längste Woche des Jahres. Warum geben wir als Uni so viel? So, opening week 2023. The intellectual challenge and adventure starts today. They were aloof. It's not that we were not aware of these facts, and particularly about the many works of art, it was always clear. There is no sugarcoating of the violent history that is entangled with these objects. Where does this chauvinistic dimension in Russian politics and culture originate from? With the Russian Revolution, there is basically a claim of gender equality which doesn't find a reflection in the day-to-day reality. Women were totally underrepresented in the political sphere. And the higher you got in the hierarchy of the Soviet state, the fewer women you would find there. We chose collecting because it is something that many people relate to. But then, of course, we didn't talk about collecting stamps or collecting as a hobby. We actually tackled quite complicated topics and also brutal topics. And I'm sure it was for many students at first overwhelming, the depth of the topic, the complicated histories that we encounter. But then again, the questions from the students that we received in the bigger talks, or also what I heard from the academics, is that there was a real, not only a real interest, there was like critical thinking and how can we engage with collecting. And this is amazing to see that at such an early stage to go that deep. It's felt very welcoming because everyone is there for the same reason, to meet people who are different from them. Also ich muss sagen, ich fand einfach so vieles so extrem cool. Es hat wirklich alles irgendwie immer Spaß gemacht, vor allem halt auch mit den anderen zusammen was zu unternehmen. Und natürlich die Kartoffelspalten in der Mensa, die sind ein großes Highlight geworden. Dieses Jahr ist wirklich ein ganz besonders toller Jahrgang. Es sind ganz viele sehr, sehr dankbare Stimmen hier, sehr wertschätzende Menschen und auch sehr engagierte. Wir haben von Anfang bis Ende hier sehr, sehr viele. Oh Gott, ich kann nicht. Das war super, du machst das super. Das Logistikteam in der diesjährigen Startwoche ist so eine tolle Gruppe. Diese Konstellation funktioniert super gut. Alle, die in dem Team sind, haben total Bock auf alles, was wir machen. Helfen uns bei allem, bei der kompletten Durchsetzung der Startwoche und haben dabei einfach noch immer super gute Laune. Ich will noch einmal kurz sagen, dass wir das Logistikteam bei der Umsetzung, nicht bei der Durchsetzung der Startwoche. Oh ja. Alles richtig scheiße. Vollständiger Satz, die Atmosphäre hier ist richtig scheiße. Die Atmosphäre hier ist richtig scheiße. Jetzt im Endeffekt bin ich irgendwie total glücklich, weil die Erstis sich so coole Sachen ausdenken. Die sind so kreativ und haben irgendwie was zu sagen. Die haben einfach was zu sagen. Darf ich Kaffee trinken dabei eigentlich? Ja. Wir schreiben immer aus, jedes Jahr,
dass es diese Stelle als Tutor, als Tutorin gibt. Und da müssen wir uns für die besten 105 entscheiden. Das haben wir dieses Mal gemacht. Die besten 105 haben wir wahrscheinlich, wer weiß, bekommen. Für die sind wir eben da, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Kann ich bei einem von euch unterm Schirm? Wir wollten Zukunft versammeln. Dazu gehörten inspirierende Professoren ebenso wie ein außergewöhnliches Startwochenteam. Und wir brauchten sie, denn ohne sie wäre alles nichts. Wie gut, dass sie da sind. Jetzt geht es so richtig los.